Heute beschäftigen wir uns mit dem meistverkauften Whisky in ganz Schottland. The Famous Grouse, das berühmte Moorhuhn. Und das tun wir gleich in zweifacher Ausfertigung, nämlich einmal in der wahrscheinlich am weitesten verbreiteten Variante und einmal in der etwas teureren Naked Grouse Variante. Bevor wir anfangen, ganz kurz vorab, ich mache hier keine Werbung. Ich sage nur ausschließlich meine Meinung und mein Zeug kaufe ich auch immer selbst. Okay, The Famous Grouse, das berühmte Moorhuhn. Warum beschäftigen wir uns heute damit? Aus zwei Gründen. Erstens, ich habe mir mal die Core Range, die neue Core Range der Glenturret Distille mal ein bisschen genauer angeschaut. Und zu dieser werdet ihr dann in der nächsten Zeit immer mal wieder ein Video von mir bekommen. Und aus dem Hause Glenturret kommt unter anderem, aus dem Hause Glenturret kommt auch eben die Famous Grouse. So, Famous Grouse ist ein preiswerter Blend. Die Flasche hier kostet bei uns 13 Euro ungefähr. Ein preiswerter Blend also. Ich habe die mal geschenkt bekommen von Freunden aus England. Und habe da auch mal von probiert, aber gar nicht so viel und gar nicht so richtig. Und das wollen wir heute mal ein bisschen nachholen. Ja, das ist ein Whisky, den man in Schottland so in ziemlich jedem Pub findet. Und die Schotten mögen auch den Whisky und trinken ihn in rauen Mengen. Famous Grouse, hier ist es auch abgebildet, das bekannte Moorhuhn. Da kennt man auch vielleicht ein bisschen von dem Computerspiel oder von eben der bekannten schottischen Moorhuhnjagd. Wenn man sich die Distille anschaut, die Glenturret Distille, die älteste Brennerei Schottlands, ich glaube sogar der ganzen Welt ist, aber dazu dann später, wenn wir uns mit der Brennerei ein bisschen genauer beschäftigen. Da gibt es dann auch eine große Ausstellung zur Famous Grouse, zu diesem Whisky. Also eigentlich gibt es da gar nicht viel zur Glenturret Distillerie, sondern eher zu Famous Grouse. Ein sehr, sehr populärer Blend. Was ist ein Blend? Bis jetzt hatte ich ja hier in der Regel Malts verkostet. Ein Malt ist eben ein Whisky aus gemälzter Gerste. Ein Blend hat eben oftmals eben einen Malt-Anteil und dann eben auch einen Anteil Grain Whisky. Grain Whisky wird dann eben nicht in der Regel in diesen bekannten Pot Stills gebrannt, sondern industriell, also in solchen sogenannten Column Stills, Säulen. Da ist so eine ganz andere Form von Brennerei letztlich in ungeheuren Mengen und vor allen Dingen, es handelt sich nicht um gemälzte Gerste, sondern um irgendwas anderes. Ja, ob das Mais ist, ob das Weizen ist, es ist völlig wurscht. Und hier handelt es sich hauptsächlich um Grain aus Weizen. Wenn ich das richtig erinnere, so ungefähr im also 80% Grain, 20% Malt-Anteil. Das macht ihn auch preiswert. Also natürlich ist das im Gegensatz zu den Single Malts, die man hier so sonst trinken, ist das ein extrem preiswerter Whisky. Und von daher sind natürlich jetzt auch die Erwartungen, die Ansprüche nicht allzu hoch. Das muss man ganz klar sagen. Die Frage ist eben, bekommt man trotzdem einen ordentlichen Whisky oder eben nicht? Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Vielleicht noch vorab. Glenturret ist angeblich der
sogenannte Lead Malt, also der Malt, der am stärksten von den Malts vertreten ist. Früher war es so, dass es immer hieß, dann da seien auch noch Malts enthalten aus dem Hause Macallan und aus dem Hause Highland Park und ich glaube auch noch aus dem von der Brennerei Tamdhu. Das waren jedenfalls alles Brennereien, inklusive Glenturret, die gehörten eben der sogenannten Edrington Group und die haben eben jetzt sich auch den Famous Grouse dann letztlich auch vermarktet. Jeder hat schon so gezweifelt, na, wir wissen, Highland Park ist kein preiswerter Whisky und schon gar nicht Macallan. Macallan ist schon ein relativ teurer Whisky. Und außerdem haben die selber immer große Nachschubprobleme. Also allzu viel von diesen hochwertigen Malts konnte hier jetzt nicht drin sein. Tamdhu ist jetzt auch nicht ganz preiswert. Und Glenturret ist jetzt auch gerade übernommen worden. Dazu aber dann eben später noch ein bisschen mehr. Und ich weiß gar nicht, ob Glenturret überhaupt einen solchen Ausstoß hatte, dass dieses Massenprodukt eben dann damit auch anständig versorgt werden konnte. Aber wie gesagt, in ja 80% alleine schon Grain-Anteil. Der Grain-Whisky ist in der Regel weniger ausdrucksstark. Ich bin kein Spezialist für Grain-Whiskys. Bin auch kein Fan. Es gibt auch reine Grain-Whiskys. In der Regel trägt er dazu bei, dass es ein weicher Whisky ist. Da sind praktisch schon die ganzen Fuselstoffe rausdestilliert. Da ist nicht mehr dann so viel. Ja, was bekommt man hier? Preislich und in der Kategorie können wir das vielleicht so ein bisschen mit dem Johnnie Walker Red Label vergleichen. Das ist ja auch die große Konkurrenz. Ja, eben auch in Schottland. Weltweit ist natürlich Johnnie Walker viel weiter verbreitet, ist klar. Aber eben in Schottland ist das eben nicht unbedingt so. Während der Johnnie Walker so einen leichten Rauchtouch ja auch hat, merke ich hier nichts davon. Irgendjemand sagte, da sei ein ganz, ganz leichter Hauch von Rauch enthalten. Da merke ich nichts. Er riecht längst nicht so intensiv wie ein Malt. Ist jetzt aber auch keine ganz neue Flasche mehr, das muss man eben dazu sagen. Über die Fässer weiß ich überhaupt nicht viel, was das nun für Fässer eigentlich sind. Mal gucken, ob hier irgendwas Sinnvolles steht. For many years in Fully seasoned oak casks. For many years. Das will ich ja gar nicht so glauben. Also viele Jahre können das ja eigentlich nicht sein. Na gut, seasoned Eichenfässer, okay. Naja, eine gewisse Süße hat man hier, das merkt man, es ist eigentlich ein relativ angenehmes, ja, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber so einfach so ein Whisky-Aroma. Also man bekommt schon Whisky. Für wenig Geld. Leicht, so ein leichter Vanille-Touch. Eine leichte Süße. Kräutrigkeit, eine leichte Würze, alles sehr diffus, aber jetzt nicht unangenehm. Also das ist schon so ganz harmonisch, was man hier so mitbekommt.
Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch eher ein Whisky zum Trinken und weniger jetzt, um ihn wirklich erstmal ganz intensiv zu verriechen und dann zu verkosten. Das ist ein Trinkwhisky. So, ne? In der Preisklasse ist das so. Ne? Das ist, der ist also auch von daher nicht besonders komplex. Er hat 40% Alkohol. Das heißt, er ist eben auch da sehr konsumerabel und ist natürlich dadurch auch preiswert gehalten. Auch die ganze Verpackung, ich meine, er hat so seine eigene Flasche. Ich glaube, die in Deutschland ist die Flasche, sieht ein bisschen anders aus. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Hat einen Schraubverschluss, ist also alles so Marke günstig. Das muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. Wie gesagt, so in dieser Kategorie Red Label, da finde ich, kann man das miteinander vielleicht vergleichen. Hätten, sollte man vielleicht mal so tun. Aber heute nicht. Zum Wohl. Ja, das ist ein sehr weicher, bisschen öliger Whisky. Hat eine gewisse Würzigkeit. Ich empfinde ihn etwas als wässrig. Das muss nicht an den 40% Alkohol liegen. Es gibt Malts mit 40%, die empfinde ich gar nicht als wässrig, sondern es liegt an der Qualität der Fässer und natürlich hier irgendwie an dem Grain, der da eben nicht so viel Geschmack abgibt. Ja, es ist Malzigkeit. Ja, das irgendwie schon ein bisschen. Gewisse Malzigkeit, ein bisschen was Teigiges. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht negativer, als ich es meine. So ein bisschen wie Gebäck. Ansonsten verpufft er jetzt so relativ wirkungslos. Damit meine ich, also er hat überhaupt null irgendwie in der Richtung Fehlaromen oder so, wo man sagen würde, oh, das ist aber unangenehm, hat nichts Unangenehmes. Er ist nur extrem wenig beeindruckend. Da bleibt nicht so viel. Probieren wir nochmal. Also der Abgang ist eher ein kurzer Abgang. Wenn man jetzt so im Mund nachfühlt mit der Zunge, hat er sowas bisschen Bitteres. Wo kommt das her? Diese Selected Fine Oaks oder was auch immer da stand. Auf mich wirkt das so ein bisschen wie so ein bisschen eher ausgelutschte Fässer. Hat sowas ganz leicht Metallisches. Dafür spricht, das verwundert jetzt nicht besonders, dass es auch ein sehr, eher sehr junger Whisky ist. Also was sie da reingeschüttet haben,
ist eher, da können nicht so viele Jahre drauf sein. Eher ein junger Whisky, weich, leicht, eine gewisse Würzigkeit, gewisse Süße, Hauch Karamell irgendwie vielleicht. Viel ist das nicht. Er ist überhaupt nicht unangenehm. Er hat auch nicht das, was manche dieser Blends haben, nämlich so eine gewisse alkoholische Schärfe habe ich jetzt hier überhaupt nicht gespürt. Hatte ich irgendwie mal anders in Erinnerung. Ist aber schon verdammt lange her, dass ich den getrunken habe. Ja, das kann man trinken, ja. Ich empfinde jetzt da keine große Begeisterung. Und das ist ja letztlich auch immer wieder die Frage, die man da sich beistellen muss, wie viel Geld will man denn investieren in einen guten Whisky? Das ist vielleicht nochmal so ein Thema, da kann man sich mal in Ruhe nochmal vielleicht auch ein bisschen widmen. Ich spüle erstmal nach und schenke mir schon mal den zweiten, die zweite Variante der Famous Grouse ein und dann können wir darüber weiter philosophieren. Ja, wie viel Geld möchte man investieren? Also, wenn man natürlich sieht, das sind hier irgendwie 12, 13 € die Flasche, dann ist das natürlich extrem, extrem günstig für einen Malt, für einen Whisky, Entschuldigung, ist ja ein Blend, kein Malt. Das ist natürlich extrem günstig. Und die Frage ist eben, kann man dafür schon einen Whisky genießen oder nicht? Beliebt sind solche Whiskys oft für Mixgetränke. Das ist jetzt nun gar nicht meins. Ja, ich bin kein Fan von Mixgetränken. Das ist eben Geschmackssache. Ich genieße den Whisky lieber so, wie er ist. Und dafür ist er ziemlich mager. Letztlich muss man schon sagen, für mich ist Whisky ein absolutes Luxusgetränk. Und der Genuss beginnt da auch erst ab einer bestimmten Preisklasse. Das muss jetzt nicht wahnsinnig astronomisch hoch sein, aber so ein paar Euro muss man in der Regel schon hinlegen, wenn man sagt, ich möchte wirklich einen Whisky so genießen. Hier ist für mich ein bisschen Whisky-Feeling dabei, aber noch nicht so allzu viel Genuss. Das heißt also, wenn man jemanden in die Whisky-Kultur einführen möchte, dann würde ich sagen, ist jetzt vielleicht nicht so besonders geeignet. Wenn jemand allerdings einfach mal sagt, ich möchte einfach mal schmecken, wie so ein Whisky schmeckt, ja, dann ist das vielleicht schon mal ein kleiner Schritt irgendwie dahin. So, jetzt kommen wir zur wahrscheinlich interessanteren Flasche. Auch das ist von Famous Grouse, also auch aus dieser, ja, nicht nur Glenturret Destille, sondern eben aus diesem Projekt, ja, Famous Grouse, nämlich die sogenannte Naked Grouse. Und Naked Grouse, da wurde immer erzählt, ja, das wäre so eben so pur und deswegen auch dieses ja fast etikettenfreie diese fast etikettenfreie Flasche. Das ist aber nicht so, sondern Naked kommt von den Fässern, die sie hier verwenden. Das haben sie hinten so drauf geschrieben. Das sollen sein First Fill Oloroso Sherry Oak Casks, also Oloroso Sherry Fässer erst befüllt. Und das Zweite, was hier anders ist, ist, es ist auch ein Blend, aber ein Blended Malt. Das heißt, die Whiskys, die hier enthalten sind, sind alle Malts. Hier gibt es keinen Grain-Anteil, sondern hier sind alles Malts. Ich glaube, ab 2017 ungefähr hat man sich dafür entschieden, hier eben nur Malts miteinander zu vermählen.
Also Malts aus verschiedenen Brennereien werden eben miteinander vermählt, ja, vermischt, könnte man auch sagen. Und dann wurden die meines Wissens eben nochmal in diesen First-Fill-Sherry-Fässern nochmal aufgepimpt, also nochmal gefinished. Für wie lange kann ich nicht sagen, ja. Aber ich glaube nicht, dass alle Malts hier drin komplett immer schon in diesen First Fill Oloroso Sherry Fässern gereift sind. Wenn ihr da andere Informationen dazu habt, immer her damit, ja. Das ist noch eine Flasche, wo wir hier also so ich wollte schon sagen eingraviert, also eingelassen haben, eine eben ein Moorhuhn, ja, diese eine Grouse, eine Famous Grouse. Ich glaube, dass jetzt, nachdem eben auch Glen Turret den Besitzer gewechselt hat, dass auch sich hier jetzt einiges geändert hat. Es soll nämlich einen neuen Namen bekommen, diese Flasche, diese Abfüllung, heißt dann nicht mehr The Naked Grouse, sondern heißt dann The Naked Malt. Und ich glaube, hier ist dann auch keine Grouse, kein Moorhuhn mehr drauf. Also vielleicht ist das hier sogar so die letzte Abfüllung dieser Art. Es ist ja eine beeindruckende Farbe, und wenn wir dann eben hören, so reine Sherry-Fassreifung, das klingt ja alles super. Ist aber meines Wissens Zuckercouleur, also gefärbt. Ja. So beeindruckend das auch sein mag. So, das heißt also hier, ach so, wir haben hier ebenfalls 40 Volumenprozente, und auch das ist ein preiswerter Whisky, aber er hat da doch noch mal gut 10 Euro mehr, kostet der als der, ich sag mal so, der Billig-Whisky, ja? Famous Grouse. Naked Grouse, 24, 25 Euro, so viel zahlt man dafür ungefähr. Ja, also, da sind wieder aus den, glaube ich, selben genannten Brennereien, falls das noch eben aktuell ist. So ganz genau weiß man es eben nicht. Man weiß jetzt ja auch nicht, in welchem Mischungsverhältnis letztlich diese Malts da vorhanden sind. Aber wichtig ist eben, hier ist kein Grain Whisky, also nicht dieser billige Whisky, sondern hier haben wir eben dann nur Malts. So. Und jetzt schauen wir mal. Es ist eben kein Single Malt, weil es eben aus verschiedenen Brennereien letztlich die Malts sind. Aber es sind eben alles Malts. So, und jetzt gucken wir mal, was der taugt. Ja, und wenn man das also jetzt schon verriecht, dann merkten wir, das ist was ganz anderes. Das ist, wenn man ein Blind-Tasting machen würde und man das den Kandidaten irgendwie so unter die Nase halten würde, dann glaube ich nicht, dass da irgendjemand auf die Idee käme, dass es ein Blend wäre. Und bei dem anderen, da hatte man doch sehr, sehr schnell den Eindruck, ja, das ist ein Blend, so ganz weiche, ich wollte schon fast sagen, despektierlich dünne Plörre. Das meine ich gar nicht so sehr. Ja, der ist für seinen extrem günstigen Preis ist der schon okay. Und er ist, finde ich, auch eine Alternative zu so Discounterware. Und ich finde auch eine Alternative zum Johnny Walker, der zwar etwa so einen leichten Rauchgehalt hat, aber der auf mich immer so ein bisschen auch diese alkoholische Schärfe hatte, wenn ich mich da richtig erinnere. Und das hatte der Famous Grouse nicht. Aber jetzt sind wir hier bei Naked Grouse. Und was wir eben hier merken, ist doch, das ist schon Sherry-Aroma, was wir jetzt hier empfinden. Also diese Oloroso Sherry-Fässer, das schon ist schon da, würde ich schon sagen. Hat so ein leichtes, so ein Nussaroma.
Vielleicht auch so ein bisschen ein bisschen Vanille, was das auch zusammenhält. Ja, geht schon, also wirklich dieses Sherry-Aroma, das ist schon da. Vielleicht sogar so eine gewisse Beerigkeit, bisschen Säure. Riecht sehr angenehm, riecht sehr angenehm. Also das ist schon etwas, das lasse ich mir gefallen, ja. Auch hier würde ich aber jetzt sagen, kein Rauch. Wenn, dann eher einen Hauch von Rauch, den ich da gar nicht hatte, aber ich glaube, das ist nur eingebildet. Das ist schon interessanter. Auch das wirkt jetzt auf mich nicht besonders komplex. Und auch von der Intensität gibt es natürlich da ganz andere Kandidaten, aber so Sherryfass nachgereifter Whisky, das kommt jetzt hier schon hin. Vor allen Dingen angenehm. Probieren wir es mal. So, das ist wirklich was ganz anderes. Das ist durchaus schon mundfüllend. Es hat hier auch vor allen Dingen eine Würzigkeit. Eine gewisse Süße. Aber so eine Süße, nicht irgendwie Honig, sondern eher so Rohrzucker. Ja, ein bisschen Rohrzucker. Nicht unangenehm. Abgang schon fast mittellang, also zumindest auf jeden Fall ist das was ganz anderes als das, was wir da eben hatten. Hier gibt es sowas wie einen Abgang, da war praktisch nichts. Ja, das konnte man so trinken und weg war's. Hier hat man das schon. Ich würde auch sagen, ja, von diesen Oloroso-Fässern ist eben auch so ein, ja, ein bisschen eben dieses Nussige dabei. Es ist auch. Ich habe eben gesagt, beerig, aber ich würde sagen, vielleicht schon sogar ein bisschen was Traubiges dabei. Eine gewisse Zitrusnote auch, aber nicht so stark. Beide Whiskys waren ein bisschen zu kalt. Das ist, wo sie eigentlich Zimmertemperatur haben müssten. Von daher tut man vielleicht ganz gut daran, wenn man die noch mal ein bisschen anwärmt mit der Hand, weil dann eben das Aroma sich ja doch viel besser entfalten kann.
Also, das ist ein. Hier, das würde ich sagen, das ist schon richtig ordentlich Whisky. Also, auch für jemanden beispielsweise, wie es immer so schön heißt, der Einsteiger, der vielleicht auch mal kennenlernen möchte, was ist denn Whisky? Auch hier schon so ein bisschen in die Richtung Sherry-Fass gereifter Whisky. Da würde ich sagen, ist das durchaus ein Angebot, ja? Und eine Flasche für 24 € oder 23 oder 25, das ist schon, das finde ich, ist in Ordnung, ja? Wenn man eben drunter geht und sagt, ja, ich will aber nur 10 € weniger bezahlen, dann finde ich, wird das, was Whisky kann und bieten kann, eigentlich nicht deutlich. Hier wird das schon angedeutet. Ja? Von daher, ich glaube, wenn der dann demnächst Naked Malt heißt, ist aber der Inhalt mehr oder weniger derselbe. Und auch wenn das jetzt aus einem anderen Hause dann oder aus einem anderen, von einem anderen Besitzer kommt, glaube ich, dass die Lieferverträge immer noch Bestand haben. Das sollte mich doch sehr, sehr wundern, wenn da jetzt ein völlig neues Getränk da entstehen sollte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sondern das, was eben vorher Naked Grouse hieß oder bis jetzt Naked Grouse hieß, das wird dann eben demnächst anders heißen. Da ist dann vielleicht kein Moorhuhn mehr eingeprägt, sondern irgendwie ein Fass oder irgendwie sowas. Aber ansonsten wird sich da nicht sehr viel ändern. Also, Naked Grouse oder Naked Malt, das ist eine Empfehlung. Das finde ich, ist ein Experiment wert. Aber diese normale Famous Grouse, ich sage jetzt mal Billigvariante, weiß ich nicht, ob man das als Whisky-Freund so unbedingt braucht, ob das unbedingt eine Erfahrung wert ist. Wenn man sagt, ich will nicht so viel Geld investieren in den Whisky, ja, okay, da kann man sich das kaufen, aber der Genuss ist dann auch nicht besonders groß. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Und hier mit einem auch preisgünstigen Whisky ist man doch wesentlich besser beraten und kriegt schon viel mehr mit, was so Whisky letztlich bedeutet und bedeuten kann. Und selbst das ist noch ein eher niedriges Angebot, wenn man das vergleicht mit richtig guten Malts. Und dann merkt man natürlich nochmal, was sich da alles nochmal verändert, was da alles anders ist. Das ist, ja gut, ich habe eben gesagt, das ist deswegen hab ich die beiden ausprobieren wollen, weil sie eben zusammenhängen mit Glenturret, mit dieser ältesten Brennerei, wahrscheinlich nicht nur Schottlands, sondern wahrscheinlich der ganzen Welt. Und damit werde ich mich dann in den nächsten Videos auseinandersetzen. Dazu dann aber später noch genaueres. Jetzt gilt natürlich wie immer, auch wenn das ein süffiger Whisky ist und vor allen Dingen der erste eher zum Trinken einlädt als zum Genießen, bleibt natürlich der Grundsatz: Ein Whisky-Freund ist ein Genießer und eben kein Wirkungstrinker. Das heißt, der Whisky-Freund genießt, er säuft nicht. Also bitte immer in Maßen, dann ist der Genuss größer, auch die Wertschätzung für diese Spirituose. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund.